أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا إمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه استنوينت إمام der 12 Imame der Ahlul Bayt عليهم أفضل الصلاة والسلام. Und er wurde am 10. Rajab im Jahre 195 nach der Hijra geboren und starb am 29. Dhul-Qa'da im Jahre 220 nach der Hijra. Und allein wenn wir uns diese beiden Daten anschauen, werden wir feststellen, dass der Imam, alayhi afdalus salatu wassalam, in einem sehr jungen Alter verstorben ist, beziehungsweise getötet wurde. Nämlich in einem Alter von 25 Jahren. Einige der hier Anwesenden sind sicherlich bereits älter als 25. Man weiß also, in was für einem jungen Alter, in der Blüte der Jugend, in dem Alter, wo man gerade anfängt, sein Leben zu starten und aufzubauen und was zu machen, genau in dem Alter wurde der Imam alaihi salam ermordet bzw. vergiftet. Imam al-Jawad alaihi salam ist, so wie die späteren Imame, die kamen, ein Imam, über den wir kaum etwas wissen. Wenn wir jetzt die Allgemeinheit fragen würden, erzählt uns etwas über die Imame der Ahlul Bayt, viele von uns würden vieles über Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib a.s. erzählen können. Viele von uns würden über Imam al-Hussein a.s. erzählen können. Wenn es hochkommt, würden manche vielleicht über Imam al-Sadiq noch was erzählen. Aber solche Imame, wie beispielsweise Imam al-Rida, Imam al-Kadhim, Imam al-Hadi, Imam al-Askari, Imam al-Jawad, das sind Imame, über die wir kaum etwas wissen, mit denen wir uns kaum beschäftigen, leider. Und das ist eine traurige Realität, denn die Imame der Ahlul Bayt a.s. sind allesamt ein Licht. Wenn wir sagen, die Ahlul Bayt, wir befolgen die Ahlul Bayt, dann meinen wir nicht damit ein, zwei Imame, wir meinen alle 12 Imame, die nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi gekommen sind. Der erste von ihnen ist Ali, Amir al-Mu'minin, salawatullahi wa salamu alaihi, und der letzte von ihnen ist Imam al-Mahdi al-Muntawar, ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Imam al-Jawad alaihi salam ist ein Paradebeispiel dafür, wenn es darum geht, einen Imam zu befolgen, über den wir nichts wissen. Viele von uns waren vielleicht einmal zu Besuch bei ihm am Schrein im Irak, in Bagdad, haben seinen Schrein besucht. Aber was wissen wir überhaupt über Imam al-Jawad a.s.? Was haben wir in unserem Leben von Imam al-Jawad mitgenommen? Wenn wir beispielsweise Dienstag Dua al-Tawassul rezitieren und sagen, Ya wajihan inda Allah, ishfa' lana inda Allah, o du Angesehener bei Gott, lege Fürsprache ein für uns bei Gott. Stellt euch vor, wir begegnen Imam al-Jawad a.s. am Tage des Gerichts und sagen, O Imam al-Jawad, lege Fürsprache für uns ein. Dann sagt er, was weißt du überhaupt über mich? Außer wer mein Vater ist und wer mein Sohn ist, wer der Imam nach mir ist. Was weißt du eigentlich über mich? Was wissen wir über Imam al-Jawad a.s.? In welchen Umständen, welche Umstände hat er durchlebt? Welche abbasidischen Khalifen hat er durchlebt? Was können wir über sein Wissen, über seinen Gottesdienst, über seine Debatten, Was können wir darüber alles erzählen? Können wir eine einzige Sache nennen, die wir von Imam al-Jawad a.s. haben, die wir in unser Leben eingebracht haben, um bessere Menschen zu werden? Ist es so, dass wir sagen, wir lieben die Ahlul Bayt und dabei bleibt es? Ist es nur ein Zungenbekenntnis? Wenn wir sagen, wir sind Befolger und Liebende von Al-Muhammad, salatullahi wa salam alayhim, dann in erster Linie, weil wir sie befolgen, weil wir durch sie bessere Menschen werden wollen. Aber wenn ich jetzt allgemein fragen würde, welchen Aspekt im Leben von Imam al-Jawad a.s. haben wir für unser Leben mitgenommen, um bessere Menschen zu werden? Können wir eine einzige Überlieferung erwähnen von Imam al-Hadi a.s.? Können wir eine Eigenschaft erwähnen von Imam al-Kadhim a.s., die uns inspiriert hat, dass wir bessere Menschen werden? Und so könnte man weitermachen. Das heißt, wir sehen, wir haben die späteren Imame, die gekommen sind, viel zu sehr vernachlässigt und wissen kaum etwas über ihr Leben. Als Beispiel, wusstet ihr, dass wir in Al-Kafi, eines der wichtigsten Bücher in der Schule der Ahlul Bayt, Überlieferungen haben, die sagen, dass die Geburt von Imam
Muhammad ibn Ali al-Jawad, die Geburt mit dem größten Segen für die Schia darstellt. Eine Geburt, die den größten Baraka, die die größte Baraka, den größten Segen für den Islam gebracht hat. Diese Geburt von Imam al-Jawad hat den größten Baraka auf die Schia von al-Muhammad gebracht. Warum? Warum? Was war besonders an der Geburt von Imam al-Jawad a.s.? Wir haben die Geburt von Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib in der Kaaba. Welche Geburt kann vorzüglicher sein? Wir haben die Geburt von Imam al-Hassan und Imam al-Hussein, alayhim afdhalu salatu wassalam. Trotzdem haben wir Überlieferungen von Imam al-Ridha a.s., dass er sagt, die Geburt meines Sohnes Muhammad ibn Ali al-Jawad bringt den größten Segen, die größte Baraka auf die Schia von al-Muhammad. Warum? Aus welchem Grund? Welche Umstände hat Imam al-Jawad a.s. durchlebt? Was können wir über sein Wissen, über seinen Gottesdienst sagen? Inwiefern hat Imam al-Jawad a.s. oder inwiefern war er Wegbereiter für Imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif? Wen hat er geheiratet? Wer waren seine Kinder? Was hat er gelebt? Was können wir aus seinem Leben mitnehmen? Welche Lehren können wir mitnehmen? Dass wir es jetzt in dem Augenblick nicht wissen, ist nicht so schlimm. Deswegen seid ihr ja hier. Das ist gut. Viele von euch hätten heute Donnerstag auch irgendwo anders sein können. Es ist gutes Wetter, man hätte irgendwas anderes machen können. Aber ihr seid heute hier, weil ihr erfahren habt, heute lernen wir etwas über Imam al-Jawad a.s. Das heißt, heute besteht unser Ziel darin, Imam al-Jawad, der neunte Imam der Ahl-Bayt a.s., näher kennenzulernen und einige Aspekte kennenzulernen, die wir für unser Leben mitnehmen können, womit wir bessere Menschen werden können. Sodass, wenn wir Imam al-Jawad a.s. am Tage des Gerichts begegnen und sagen, oh Imam, lege Fürsprache ein, und er uns fragt, warum, was weißt du über mich? Dann können wir sagen, oh Imam, wir wissen, dein Name war al-Jawad, weil du großzügig bist. Und diese Eigenschaft habe ich versucht, in mein Leben einzubringen, zu implementieren, und ich habe versucht, großzügig zu sein, weil ich dich als Vorbild genommen habe. Würde dann der Imam nicht sagen, okay, wenn das so ist, du hast versucht, meine Eigenschaften in dein Leben einzubringen, ich mache sehr gerne Schafa'a für dich, ich mache sehr gerne Fürsprache für dich. Das sollte also unser Ziel sein, die Imame der Ahlbayt kennenzulernen. Nicht, weil es theoretisches Wissen ist, dass irgendwann abgefragt wird. Jeder Imam von den Imamen der Ahlbayt alayhim salam ist ein Lehrer für uns. Es bringt uns etwas, unser Leben heute beeinflusst es etwas. Wir machen hier keinen Geschichtsunterricht. Das ist kein Fach in der Schule, der nennt sich Geschichte, und wir reden jetzt über eine Person, die vor 1200 Jahren geboren wurde. Das ist kein Geschichtsunterricht. Wenn wir über Imam al-Jawad a.s. heute im Jahre 2023 sprechen, dann wollen wir in erster Linie lernen von diesem Imam, von unserem Lehrer, von unserem Vorbild, von dem neunten Imam der Ahl-Bayt a.s., was wir für unser Leben besser machen können. Und das sollte für alle Imame der Ahl-Bayt a.s. gelten. Und auch der Koran, selbst der Koran, warum berichtet er von Propheten wie Adam und Nuh und Musa und Isa und Suleiman und Dawud und Idris und alle möglichen Propheten finden wir Geschichten und Yusuf a.s.? Er erzählt die Geschichten und sagt am Ende, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Yusuf a.s. Das beste Beispiel, die Geschichte von Yusuf a.s. Der Koran erzählt die gesamte Geschichte von Yusuf, von Anfang bis Ende, und sagt am Ende, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Wahrlich, in ihren Geschichten ist eine Lehre für diejenigen, die nachdenken. Als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen, oh ihr Menschen, ich berichte euch diese Geschichten nicht, damit ihr besser einschlafen könnt. Als Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder mag man machen, damit die Kinder vielleicht mit den Geschichten der Propheten aufwachsen. Aber sie sind nicht dafür da, dass wir uns diese Geschichten rumerzählen, dass wir daran Spaß haben. Es ist Geschichte, nein, es ist eine Lehre für diejenigen, die nachdenken. Deshalb wollen wir heute ermitteln, was für eine Lehre im Leben von Imam Abi Ja'far Muhammad ibn Ali al-Jawad a.s. steckt, worüber wir nachdenken können, um dadurch selber bessere Menschen, inshallah, zu werden. Und das wollen wir anhand folgender Punkte, inshallah, gemeinsam machen. Wir wollen erstmal schauen, warum gilt die Geburt von Imam al-Jawad a.s. als der größte Segen für die Schia von al-Muhammad a.s.? Was ist der Grund dafür? Danach wollen wir schauen, inwiefern war Imam al-Jawad a.s. der Wegbereiter für Imam Sahib al-Asr wal-Zaman al-Mahdi al-Muntadhar, ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Danach wollen wir schauen, wie reagierte Imam al-Jawad a.s., als er zu Debatten eingeladen wurde. Und eine der bekannten Debatten ist die mit Yahya ibn Akfam. Was wurde er gefragt und welche Fragen hat er gestellt? Und wie hat er eindrucksvoll sein Wissen gegenüber den anderen demonstriert und gezeigt, dass jemand in einem jungen Alter solch ein Wissen hervorbringen kann?
Viertens, welche vier Lehren nehmen wir aus dem Leben von Imam al-Jawad a.s. für unser Leben mit? Fünftens, wen heiratete Imam al-Jawad a.s.? Und weshalb heiratete Imam al-Jawad eine Frau wie al-Fadl, die letztendlich seinen Tod herbeigeführt hat? Und sechstens, wie starb Imam al-Jawad a.s. und wie waren seine letzten Augenblicke? Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wie wir bereits erwähnt haben, sprechen einige Überlieferungen im Werk Al-Kafi darüber, was Imam al-Ridha, Ali ibn Musa al-Ridha, salatullahi wa salamu alayhi, was er gesagt hat, als sein Sohn Imam al-Jawad geboren wurde. Wir lesen, dass der Imam alayhi salam sagte, wahrlich, dieses Neugeborene, und er zeigte dabei auch seinen Sohn Imam al-Jawad alayhi salam, er sagte, niemand hat einen größeren Segen für unsere Schia gebracht als er. In einem anderen Wortlaut, einer ähnlichen Überlieferung, niemand hat einen größeren Segen über den Islam gebracht als er. Das heißt, in einer Überlieferung ist es speziell auf die Schia von Al-Muhammad bezogen, in einer anderen Überlieferung, nein, allgemein für den gesamten Islam. Keine Geburt hat so viel Baraka, so viel Segen gebracht, wie die Geburt von Imam al-Jawad a.s. Wie wir gesagt haben, Imam al-Jawad wurde im Monat Rajab geboren, am 10. Rajab im Jahre 195 nach der Hijra. Deshalb lesen wir beispielsweise in manchen Bittgebeten oder Ziyarat in Rajab, Allahumma inni as'aluka bil mauludaini fi Rajab, Muhammad ibn Ali al-Thani wa ibnihi Ali ibn Muhammad al-Muntajab, wa taqarrabu bihima ilayka khayra al-Qurab. Das heißt so viel wie, O Allah, ich bitte dich bei den beiden in Rajab geborenen, Muhammad ibn Ali der Zweite und sein Sohn Ali ibn Muhammad al-Muntajab. Frage, warum Muhammad ibn Ali der Zweite? Wer ist Muhammad ibn Ali der Erste? Weiß es jemand? Richtig, Ahsan. Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam. Wir haben zweimal Muhammad ibn Ali, einmal Muhammad ibn Ali al-Baqir und einmal Muhammad ibn Ali al-Ridha, beziehungsweise Muhammad ibn Ali al-Jawad in dem Fall. Ja? Deshalb, oh Allah, ich bitte dich bei den zwei in Rajab geborenen Muhammad ibn Ali al-Thani, also Imam al-Jawad und sein Sohn Imam al-Hadi alayhi salam. Warum hat er so viel Segen mitgebracht? Am Ende ist er mit 25 Jahren gestorben. Deshalb die erste Frage, warum? Weshalb brachte er den größten Segen mit seiner Geburt? Imam al-Ridha alayhi salam wurde im Jahre 148 nach der Hijra geboren. 148 nach der Hijra, merkt euch diese Zahl. Imam al-Jawad wurde im Jahre 195 nach der Hijra geboren. Wie alt war also Imam al-Ridha, als Imam al-Jawad geboren wurde? Wer kann mitrechnen? 148, 195. Wer ist gut in den Kopf rechnen? 47. Sehr gut. War das jetzt geraten oder hast du gerechnet? Genau, Imam al-Ridha war 47 Jahre alt, als Imam al-Jawad geboren wurde. Und das ist ein relativ hohes Alter. Normalerweise sehen wir, dass die Imame der Ahlul Bayt, alayhi salam, in einem jungen Alter den nächsten Imam geboren haben oder in einem jungen Alter Nachwuchs hatten. Imam al-Ridha alayhi salam hatte eine sehr, sehr lange Zeit keine Kinder, kein Nachkommen. Und das haben sowohl Feinde als auch Freunde in Anführungszeichen genutzt, um Imam al-Ridha anzugreifen. Imam al-Ridha durchlebte eine extrem schwere Zeit. Diejenigen, die schon mal Imam al-Ridha alayhi salam besucht haben, sollten wissen, was Imam al-Ridha alayhi salam durchlebt hat. Er durchlebte eine extrem schwierige Zeit. Wieso? Zum einen entstand zu dieser Zeit eine bestimmte Sekte oder Gruppierung, die Imam Ridhas Imamat nicht anerkannt haben. Und das waren die sogenannten Waqifiyya. Die Waqifiyya ist eine Untergruppierung. Ich glaube, heutzutage existiert sie auch nicht mehr. Das war eine Untergruppe, die gesagt hat, der letzte Imam ist Imam al-Kawam. Deswegen sagt man Waqifiyya. Sie haben Waqif gemacht, sie sind gestoppt bei Imam al-Kawam und haben das Imamat von Imam Ridha abgelehnt. Sie haben gesagt, Imam Ridha, er ist kein Imam. Er hat sich diesen Titel unrechtmäßig angeeignet. Imam al-Kawam lebt, er ist der Qa'im, er wird wiederkommen, er ist am Leben, das ist der letzte Imam. Und ich hatte das ein paar Mal angesprochen gehabt. Einer der Begründer war Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini und Zayd ibn Marwan und so weiter. Das waren spätere korrupte Gelehrte, die zunächst einmal Gefährten von Imam al-Kawam waren, danach korrupt wurden, Geld von der Regierung genommen haben und das Imamat von Imam Ridha a.s. geleugnet haben.
Aber auch einige Geschwister von Imam Rida a.s. haben ihn angegriffen, beziehungsweise haben seinen Imamat in Frage gestellt. Manche Geschwister von Imam Rida, also Söhne von Imam al-Kadhim a.s., aus Neid, aus anderen Interessen, haben gesagt, oh, Ali ibn Musa, wo sind deine Kinder? Du sagst, du bist der nächste Imam. Zeig uns, wo sind deine Söhne, wo sind deine Kinder? Jeder Imam hat einen Sohn, mindestens einen Sohn, wo er sagt, das ist mein Nachfolger. Du bist jetzt über 40 und du hast noch keine Nachkommen. Und das war eine extrem schwere Zeit für Imam al-Ridha a.s., der immer darauf geantwortet hat mit einem bestimmten Gedicht, was sinngemäß so geht, dass er dann Bezug genommen hat auf Tamimi. Kennt ihr Bani Tamim? Das war ein großer Stamm mit einer großen Nachkommen. Aber Tamim, das Oberhaupt, war auch erstmal eine lange Zeit alleine, hatte keinen Nachwuchs. Und später schenkte Allah subhanahu wa ta'ala ihm Nachwuchs. Er sagte, habt Geduld, bald wird mir Allah subhanahu wa ta'ala jemanden schenken und das wird der Imam nach mir sein. Und die Menschen waren verwundert. Was redet der Imam nach ihm? Kind bekommen, erst über 40, erst über 45, bis jetzt hat er noch keine Kinder. Und die Menschen haben angefangen, ihn anzuzweifeln und seinen Imamat in Frage zu stellen. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Sohn schenkte, nämlich Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Jawad, salatullahi wa salamu alayhi. Das erste Mal in der Geschichte kann man sagen, dass die Geburt eines Imams das Imamat seines Vaters bestätigt hat und nicht andersherum. Normalerweise, wenn ein Imam einen Sohn bekommt, dann sagt er, das ist der Imam nach mir, ich bestätige sein Imamat. Das erste Mal womöglich in der Geschichte, dass ein Imam geboren wurde und dadurch das Imamat seines Vaters bestätigt hat, nämlich von Imam Rida a.s. Weil jetzt konnte der Imam sagen, schaut her, dies ist mein Sohn. Ihr alle habt gesagt, wo ist dein Nachfolger, wo ist dein Sohn? Hier ist mein Sohn Muhammad ibn Ali al-Jawad a.s. Und damit hat er das Imamat seines Vaters bestätigt und damit die Linie der 12 Imame fortgesetzt. Deswegen sagen manche Überlieferungen, dass der Imam Rida sagte, die Geburt meines Sohnes Muhammad ibn Ali al-Jawad ist der größte Segen. Warum? Weil er die Linie der 12 Imame bestätigte, weil er das Imamat seines Vaters, Ali ibn Musa Rida, a.s. bestätigt hat. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Gibt es also eine größere Baraka, als das Imamat seines eigenen Vaters zu bestätigen? Weiterhin brachte er weiteren Segen mit sich. Imam al-Jawad a.s. bestätigte das Imamat der nächsten drei Imame, die nach ihm kamen, und war ein Wegbereiter für Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, al-Mahdi al-Muntadhar, ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Warum? Frage: Weiß jemand, wie alt Imam Ali a.s. war, als der Prophet verstarb, als er Imam sein sollte? Ja? Ja? Bitte? Nochmal? 60? Nein, nein, nein. Als der Prophet verstarb, wie alt war Imam Ali a.s.? 25. Bitte? 25. Nein, auch nicht. 24, so alt war er ungefähr bei Badr. Wie alt war Imam Ali, als der Prophet verstarb? Ja? 33, Ahsant, richtig. Er war 33 Jahre alt, also in einem fortgeschrittenen Alter. Imam al-Hassan a.s., als er Imam wurde, war auch in einem fortgeschrittenen Alter. Imam al-Hussein a.s., als er Imam wurde, war über 40 und so weiter. Das heißt, die Imame, als sie das Amt des Imamats bekleidet haben, waren sie in einem fortgeschrittenen Alter. Stellt euch vor, morgen macht ihr den Fernseher an und es kommt ein Bericht, neuer Marja auf der Bildfläche, 16 Jahre alt. Als Beispiel. Wer würde ihn sofort akzeptieren? Viele würden sagen, was, 16 Jahre, Marja, er soll doch erstmal zur Schule gehen, was glaubt er, wer er ist? Keiner von uns würde es akzeptieren. Oder viele hätten Schwierigkeiten, es zu akzeptieren. Und diese Begebenheiten gab es schon mal in der islamischen Geschichte tatsächlich. Ich erinnere an Shahid al-Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, radhiwanullahi ta'ala alayh, über den berichtet wird, dass er, bevor er religiös reif war, bereits den Grad des Ijtihad erreicht hat. Seine eigenen Schüler berichten, bevor er religiös reif war, hatte er den Grad des Ijtihads. Ja, er hat natürlich nicht seine Marja'iyya und so weiter offenkundig gemacht, das kam viel später. Aber er hatte den Grad des Ijtihads und er war noch nicht mal religiös reif. Das heißt, normale Menschen, in Anführungszeichen, die keine Ma'sumin sind, die keine Imame sind, haben bestimmte Stufen erlangt, dass sie in jungem Alter extrem großes Wissen hatten. Jetzt kamen die Imame der Ahlul Bayt a.s. Wenn wir es nicht mal akzeptieren, dass ein 16-Jähriger Marja ist beispielsweise oder ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger von mir aus. Wenn wir
an einen Marja denken, denken wir sofort an jemanden, der mindestens Ü70 ist, einen weißen Bart hat, sehr alt ist, sitzt. Und das ist für uns so das typische Bild eines Marjas. Wir können uns keinen Marja vorstellen, der vielleicht 20 ist oder 30 ist. Damals war es nicht anders. Die Menschen, weshalb, oder eines der Argumente, weshalb man das Imamat von Ali ibn Abi Talib geleugnet hat und ihn nicht als Imam nach dem Propheten anerkennen wollte, man hat gesagt, oh Ali, du bist jung, 33, das ist noch gar nichts. Da sind manche Personen, die sind 60. Da ist Abu Bakr, der ist über 60. Da ist Umar, der ist so und so viel alt. Das sind Führer. Man hat es auf das Alter geschoben und nicht auf die Kompetenz. Das war der große Fehler, den viele gemacht haben. Und heute würden viele vielleicht auch diesen Fehler machen. Und Gelehrte, die vielleicht jung sind, zur Seite schieben und lieber auf jemanden schauen, der einen weißen Bart hat und sagen, der ist wirklich bestimmt sicherlich viel erhabener und höher als ein anderer. Obwohl der junge Marja oder der junge Gelehrte vielleicht mehr Wissen hat und vielleicht tiefgründiger in den Wissenschaften drinsteckt, als vielleicht der Ältere, weiß man nicht. Aber der Mensch geht mal nach dem Äußeren. Damals war es nicht anders. Die Menschen haben gesehen, okay, der nächste Imam, der jetzt kommt, ist über 30, ist 40, ist 28, 25. Imam al-Jawad hat damit aufgeräumt. Und er war der erste Imam, der eindrucksvoll gezeigt hat, dass die Angelegenheit des Imamats eine göttliche Angelegenheit ist. Mit 30 kann jemand kommen und sagen, ja, Ali ibn Abi Talib hat viel studiert und gelernt und er saß da und hat Hausaufgaben gemacht, deswegen war er wissend. Imam al-Hussein genauso hat viel gelernt und geschrieben von seinem Vater und seinem Bruder, deswegen war er wissend. Manche kommen und haben diese Argumente. Was sagst du aber über ein 8-jähriges Kind, das nun kommt und die gesamten Gelehrten von Medina in die Tasche steckt, könnte man sagen. Was wäre dann unsere Ausrede? Er ist 8 Jahre alt. Wann soll er gelernt haben, um den größten Gelehrten seiner Zeit, Yahya ibn Aktham, beispielsweise zu debattieren und ihm zu antworten? Was wäre da die Antwort? Das heißt, Imam al-Jawad hat in erster Linie bewiesen und gezeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, und wir kommen inshallah dazu, ihr werdet verblüfft sein, auf eindrucksvolle Art und Weise gezeigt, dass die Angelegenheit des Imamats, die Führerschaft, keine Sache der Menschen ist. Glaubt nicht, oh ihr Menschen, ihr tut euch zusammen und ihr wählt euren Führer aus. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, wer der Führer der Menschen sein soll. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer der Beste ist, der die Menschen führen soll. Und Imam al-Jawad hat dies auf eindrucksvolle Art und Weise bestätigt und er war 8 Jahre alt. Jetzt mag man sich fragen, Moment mal, 8 Jahre alt, ist es nicht wieder übertrieben? Ist es nicht wieder irgendwie wie eine Geschichte der Schia mit ihren Übertreibungen, Vergöttlichung der Imam und so weiter? Der Koran selber, was sagt der Koran über Yahya? Yahya bin Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya, khudil kitaba biquwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Über Yahya a.s., was wird über ihn gesagt? Yahya selber war ein junger Mann, war ein Kind, als ihm die Weisheit gegeben wurde. Nämlich in Surah 19, Vers 12, O Yahya, nimm die Schrift mit aller Kraft und wir gaben ihn schon als Kind die Urteilskraft. Wir gehen einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter über den Begründer einer neuen Gesetzgebung, Isa ibn Maryam a.s., der Prophet Jesus. Was sagt der Koran über Isa ibn Maryam a.s.? Er sprach im Babyalter, als Maryam, ihr könnt die Geschichte im Heiligen Koran nachlesen, Surat Maryam, als Maryam a.s. mit dem Baby, mit Isa ibn Maryam auf dem Arm zu den Menschen kam, waren die Menschen verblüfft. O Maryam, bint Imran, was hast du getan? Du bist nicht verheiratet, du hast ein Kind zur Welt gebracht. Was hast du getan? Hast du Unzucht begangen? Wal'a'adhu billah. Maryam a.s. schwieg und sie zeigte auf ihren Sohn, Isa ibn Maryam a.s. Und im Babyalter, der Koran berichtet uns, im Babyalter, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Das heißt, er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Und er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und an dieser Stelle, wann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mal schauen, wer das weiß, wann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erste Mal den Menschen gesagt, dass Ali sein Khalif und sein Wasi ist und dass die Menschen auf ihn hören sollen? Wie alt war Ali ibn Abi Talib da? Wer weiß es? Wer weiß es? Wie alt war Ali ibn Abi Talib a.s.? Bitte? Nein.
Wie alt war Imam Ali a.s., als der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi das erste Mal sagte, dies ist mein Khalif und mein Wasi und mein Nachfolger, so höret ihn. Als Tipp, Abu Lahab kam dann und machte sich lustig über Abu Talib und sagte, schau her, dein Neffe oder unser Neffe Muhammad sagt, du sollst deinem Sohn folgen, du sollst auf deinen Sohn hören. Wie alt war Imam Ali a.s. da? Richtig, richtig. Wie alt war er da? Bitte, sagt es laut. Nein, das ist schon zu spät. Nein, nein, er war jung, er war 10, 11, 12 Jahre alt. Er war jung. Nein, er war in einem jungen Alter, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erste Mal seine Verwandten einlud und ihnen den Islam. Wie alt war Imam Ali? Er war 10, 11 Jahre alt, nicht älter. Und schon da hat der Prophet gesagt, das ist mein Wasi und mein Khalif, so hört auf ihn. Das heißt, wir sehen, wenn die Angelegenheit eine göttliche Angelegenheit ist, dann spielt das Alter keine Rolle. Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Urteilskraft und die Hikmah, wem er will. Jetzt ist Imam al-Jawad da. Imam Rida a.s. wurde vergiftet, wurde getötet von al-Ma'mun, al-Abbasi. Imam Rida war da, 8 Jahre alt. Al-Ma'mun, das haben wir schon mal ein paar Mal erwähnt. Al-Ma'mun hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu Ahlul Bayt. Auf der einen Seite mochte er Imam Rida, er mochte Imam al-Jawad a.s. wegen dem Wissen, weil sie eindrucksvoll ihr Wissen vermittelt haben. Aber auf der anderen Seite fürchtete er um seine Macht, um seine Position als sein Amt des Khalifen. Wenn die Menschen zu sehr an den Ahlul Bayt a.s. hingen, wo bleibt dann seine Macht? Das heißt, er hat Imam Rida a.s. aus dem Weg geschafft und Imam al-Jawad a.s. war jetzt da. Al-Ma'mun al-Abbasi wollte daraufhin Imam al-Jawad mit seiner Tochter Umm al-Fadl verheiraten. Und darin stecken verschiedene Absichten. Manche sagen, eine seiner Absichten war, er wusste, er kann nur an der Macht bleiben, wenn er die Ahlul Bayt für sich gewinnt. Wenn er die Liebende und Anhänger der Ahlul Bayt für sich gewinnt. Das heißt, optimal wäre es, wenn man die Linie von Ali ibn Abi Talib mit der Linie von Al-Abbas vereinen würde. Das heißt, ihr wisst ja, die Abbasiden und die Imame der Ahlul Bayt, sie waren, in welchem Verwandtschaftsverhältnis standen sie zueinander? Als Beispiel Harun Al-Abbasi. In welchem Verhältnis stand er zu Imam al-Kadhim? Cousins. Cousins, richtig, sie waren Cousins am Ende. Und al-Ma'mun wollte diese beiden Linien vereinen. Deswegen hat er gesagt, meine Tochter Umm al-Fadl soll Imam al-Jawad heiraten, wenn sie Nachkommen bekommen. Das ist dann die Vereinigung dieser beiden Linien. Die Menschen waren verwirrt. Moment mal, du willst Muhammad ibn Ali al-Jawad mit deiner Tochter Umm al-Fadl verheiraten? Der Ma'mun, der abbasidische Khalif, wollte ihnen zeigen, wer Imam al-Jawad a.s. ist. Er sagte, ihr denkt, es ist ein Kind, ihr denkt, es ist jemand, der keine Ahnung hat, es ist ein Kind, dann ladet ihn doch ein. Ladet ihn zu einer Debatte ein und schaut, was er schaut oder testet sein Wissen. Wer war zu jener Zeit der größte Gelehrte von Medina? Eine Person namens Yahya ibn Akfam. Er gilt als Qadi al-Qudat. Wenn man heute sprechen würde, würde man sagen, der größte Marja, der Marja der Maraja, der größte Gelehrte seiner Zeit, Yahya ibn Akfam. Er kam und hatte 900 Gelehrten mit sich, alle aus Bagdad, alle aus Medina, alle Gelehrten versammelt, um mit Imam al-Jawad zu diskutieren. Wie alt war Imam al-Jawad? Er war noch jung. Er war noch ein Kind, beziehungsweise im jugendlichen Alter. Aber das ist eine das sehen wir öfters bei den Feinden der Ahlul Bayt alayhi salam. Sie kennen den Rang der Imame der Ahlul Bayt. Sie wissen Bescheid um ihr Wissen. Muawiyah ibn Abi Sufyan beispielsweise. Denkt ihr wirklich, er wusste nicht, wer Imam Ali alayhi salam ist, welche Vorzüge Imam Ali alayhi salam hatte, welche Vorzüge Imam al-Hasan alayhi salam hatte? Sie wussten es ganz genau. Aber ihr Nefs, ihre Gier nach der Macht hat dazu geführt, dass sie bekämpft haben. Genauso Imam al-Jawad alayhi salam. Anstatt diesen Imam einzuladen, von ihm zu profitieren, ihn zu fragen, er ist die Hujja Gottes auf dieser Welt, er ist der Beweis Gottes auf dieser Erde, anstatt von ihm zu profitieren, hat man ihn eingeladen, um ihn zu demütigen, um ihn zu blamieren. Und das hat man mit den vorigen Imamen auch gemacht. Imam Sadr a.s. beispielsweise, seine Diskussion mit Abu Hanifa, geschah das, weil Al-Mansur al-Dawaniqi hat er so sehr Imam al-Sadr geliebt und wollte sein Wissen testen. Nein, er hat gesagt, versammelt mir alle, damit wir Ja'far ibn Muhammad blamieren können, stellt ihm Fragen, die er nicht beantworten kann. Aber der Imam hat alle Fragen beantwortet. Alle anderen haben sich blamiert. Aber die Menschen lernen nicht. Sie denken, sie können sich mit Al-Muhammad anlegen. Und Imam al-Jawad hat in seinem jungen Alter sein Wissen demonstriert, dass sein Wissen göttlicher Natur ist, dass sein Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala stammt.
Einmal war Al-Ma'mun unterwegs mit seinen Pferden und seiner Gruppe auf der Straße. Und Imam Al-Jawad war mit einigen Kindern, wie gesagt, er war noch in einem jungen Alter. Und alle Kinder, als sie Al-Ma'mun gesehen haben, sind weggerannt. Außer Imam Al-Jawad hat ein bisschen Platz gemacht und hat gewartet, bis sie weitergehen. Al-Ma'mun ist aufgefallen, alle Kinder rennen weg, aber er bleibt da stehen. Wer bist du? Er sagte, ich bin Muhammad, mein Name ist Muhammad. Er sagte, Muhammad ibn wer? Er sagte, Muhammad ibn Ali, Al-Jawad. Und er dachte, er kann ihn vorführen. Er dachte, er kann Imam Al-Jawad vorführen. Er hat seine Hand, seine Faust so gehalten und sagte, was ist hier in meiner Hand drin? Los, Muhammad, du sagst, du bist Ahl Bayt und du bist Wissen. Was ist hier in meiner Hand drin? Schaut, wie Imam Al-Jawad a.s. antwortete. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Falken erschaffen, der auf deiner Schulter sitzt. Al-Ma'mun, ihr kennt ja die Araber, damals immer mit Falken, heutzutage auch. Allah subhanahu wa ta'ala erschuf den Falken auf deiner Schulter. Dieser Falke fliegt in den Himmeln und er sieht im Meer Fische, diese Fische, die immer so rumhoppeln. Er kommt und schnappt sich einen Fisch, er bringt es zum Khalifen der Muslime. Dieser Khalif der Muslime nimmt den Fisch, packt ihn in seine Hand und fragt Al-Muhammad, was in seiner Hand ist. Als Al-Ma'mun dies hörte, war er beeindruckt. Er konnte nicht glauben, was er da gerade gehört hat. Und er sagte von da an, du wirst jetzt meine Tochter Al-Fadl heiraten. Jetzt bist du noch zu jung, aber später, wenn es soweit ist, und der Imam a.s. war ungefähr 16 Jahre alt, als er Al-Fadl geheiratet hat, er sagte, später, wenn du alt bist, wirst du meine Tochter Al-Fadl heiraten. Man versammelte Yahya bin Akhtham und die Großgelehrten. Und da ist ein 10-jähriger Junge. Stellt euch vor, die größten Gelehrten sitzen da und da kommt ein 10-jähriger Junge und der Khalif sagt zu ihnen, debattiert mit ihm. Stellt ihm Fragen. Yahya bin Akhtham hat sich gedemütigt gefühlt. Was? Ich, der größte Gelehrte der Zeit, Qadhi al-Qudhat, ich bin der Lehrer all dieser Gelehrten hier. Du sagst, ich soll mit diesem kleinen Kind debattieren? Er sagte, los, stell ihm eine Frage. Was hast du zu verlieren, wenn du der größte Gelehrte bist? Stell ihm die Frage und du wirst sehen, was da passiert. Also dachte er sich, okay, ich stelle ihm jetzt mal eine knifflige Frage. Yahya ibn Akhtham drehte sich zu Imam Al-Jawad. Er sagte, erlaubst du mir, dass ich dir eine Frage stelle? Er sagte, natürlich, fahr fort. Und er stellte ihm die Frage, was ist das Urteil eines Pilgers, der im Ihram-Zustand ist, wenn er jagen geht? Was ist die Kafara desjenigen, der im Ihram-Zustand jagen geht? Warum hat er eine Frage über Hajj gestellt, über Ihram-Zustand gestellt? Zum einen, die Hajj-Urteile sind extrem komplex. Hajj, Umrah, diese Urteile sind extrem komplex und du brauchst ein umfassendes Verständnis von den Überlieferungen, um die Antwort zu kennen. Diese Frage kombiniert drei große Themengebiete. Das Themengebiet Kafara, das Themengebiet Ihram und das Themengebiet Jagen. Alle drei Themen wurden zusammengefasst. Was ist die Kafara von einer Person, die im Ihram-Zustand jagen geht? Und dann dreht er sich um, lächelnd, schaut her, wie er jetzt antwortet. Der Imam, was sagt er? Deine Frage ist nicht präzise genug. Er sagte, wie? Er sagte, war es tags, wo er gejagt hat oder nachts? War es ein Raubtier oder ein kleines Tier? War es ein Vogel oder kein Vogel? War es ein Sklave oder ein freier Mann? War es der Ihram des Hajj oder der Ihram der Umrah? War es innerhalb Masjid al-Haram oder außerhalb Masjid al-Haram? Der Imam a.s. hat ihm 18 verschiedene Fälle aufgezeigt und gesagt, welche davon meinst du eigentlich? Das nennt man im Arabischen Al-Fiqh al-Fardhi. Al-Fiqh al-Fardhi bedeutet, das war eine Sache, die zur Zeit von Abu Hanifa stark im Trend war. Kennt ihr das? Manche Leute kommen und ärgern mich teilweise. Was ist, wenn das und das ist? Und es sind Fälle, die nie eintreten, aber was ist, wenn wir auf dem Mond sind und wir können die Erde nicht sehen? In welche Richtung müssen wir beten? So eine Frage. Was ist, wenn ich auf dem Dach der Kaaba bin? In welche Richtung soll ich beten? Komm erstmal auf den Dach der Kaaba und dann können wir über diese Frage sprechen. Was ist, wenn ich auf dem Mars bin? Wie faste ich, wenn ich den Mond nicht mehr sehen kann? So eine Frage halt. So eine Fragen waren damals Mode, waren damals im Kommen. Deshalb Imam Jawad a.s. hat genau mit dieser Methode geantwortet. Er sagte, du fragst mich, welchen Fall meinst du? Das ist genauso, und den Fall erlebe ich leider auch öfters auf Instagram, wenn Geschwister schreiben, ich bin auf Reise, darf ich fasten? So, ja, bin ich auf Reise, darf ich fasten? Was für ein Fasten ist es? Ist es ein Nachholfasten vom Monat Ramadan? Ist es ein Mustahab-Fasten? Diese Reise, die du antrittst, ist sie weiter als 22,5 Kilometer von der Stadtgrenze oder weniger? Ist es ein Fasten aus Gelübde oder ist es ein Mustahab-Fasten? Ist es im Monat Ramadan, außerhalb des Monat Ramadan? Und du kannst in verschiedene Fälle aufmachen.
Imam Jawad hat ihm über 18 Fälle aufgezeichnet und gesagt, welche davon meinst du? Dieser Yahya ibn Akram war verwundert. Er war verwirrt, er wusste nicht, was er sagen soll. Er sagte, weißt du, keine Ahnung, was soll ich sagen? Al-Ma'mun sagte dann zu Imam Jawad, erläutere uns bitte, sag uns, diese Fälle, die du aufgezeigt hast, was es damit auf sich hat. Und der Imam fing an, jeden einzelnen Fall zu beschreiben und was die Kafara dafür ist. Wenn er im Ihram-Zustand des Hajj war, ist die Kafara dies und das. Wenn er im Ihram-Zustand der Umrah war, ist die Kafara das und das. Wenn er ein freier Mann war, ist die Kafara das. Wenn er ein Sklave war, ist die Kafara das. Wenn es ein Vogel war, ist die Kafara das. Wenn es ein Wildtier war, ist das die Kafara. Wenn es tags war, ist das die Kafara. Wenn es nachts war, er hat ihm alle Fälle aufgezeichnet. Und die Menschen standen da und waren verwundert und dachten sich, nicht ein einziger von uns hätte diese Antwort gegeben, die Muhammad ibn Ali al-Jawad gerade gegeben hat. Und der Imam war in einem jungen Alter, 8 bis 10 Jahre alt, und hat diese Antworten bereits gegeben. Dann hat Al-Ma'mun, um sein Wissen zu bestätigen, von Imam al-Jawad a.s., hat jetzt Imam al-Jawad gesagt, frag jetzt du ihn. Er hat dich jetzt einmal gefragt, jetzt bist du dran, frag du ihn. Und ich will nicht wissen, was Yahya ibn Akram in dem Moment gedacht hat. Er dachte, du Verfluchter, was habe ich dir getan? Er dachte, okay. Und Imam Jawad sagte, darf ich dir eine Frage stellen? Und sagte, ja, wenn es nicht anders geht, nach dem Motto, ja, darfst du. Und jetzt schaut, was Imam Jawad ihm für eine Frage gestellt hat. Er sagte zu ihm, was ist der Zustand einer Frau oder eines Mannes, für den eine Frau erstmal haram ist? Dann wird sie halal für ihn, dann wird sie haram für ihn, dann wird sie halal für ihn, dann wird sie haram für ihn, dann wird sie halal für ihn, dann wird sie haram für ihn. Erklär mir, was ist der Zustand? Was passiert hier gerade? Ein Mann wacht morgens auf, er sieht eine Frau, die ist haram für ihn. Im Laufe des Tages wird sie halal für ihn. Nach Zenit, nachdem die Sonne am höchsten steht, wird sie haram für ihn. Dann zur Asr-Zeit wird sie halal für ihn. Dann zur Maghrib-Zeit wird sie haram für ihn. Dann zur späteren Zeit wird sie halal für ihn und später wird sie haram zu ihm. Erklär mir, was ist hier passiert? Und Yahya ibn Akram? Keine Ahnung. Ciao, Kakao. Richtig. Er wusste nicht, was er sagen soll. Bringt uns in der Religionswissenschaft im Fiqh einen Fall, auf den wir das hier anwenden können. Wann kann eine Frau halal, haram, halal, haram, halal? Und er sagt zu ihm, oder fragt ihn, erkläre uns, O Abu Ja'far, O Imam Jawad, erklär uns, was es damit auf sich hat. Und der Imam fing an zu erklären. Er sagte, ein Mann startete seinen Tag und er schaute eine fremde Sklavin an, die jemand anderem gehörte. Sie war haram für ihn. Er hat diese Sklavin gekauft, dann war sie halal für ihn. Er hat diese Sklavin freigelassen, er hat gesagt, du bist frei, dann wurde sie haram für ihn. Dann hat er sie geheiratet, dann wurde sie halal für ihn. Dann hat er Zihar gemacht, das heißt, er hat gesagt, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Dann wurde sie haram für ihn. Dann hat er die Kafara gezahlt. Dann wurde sie halal für ihn. Dann hat er die Scheidung gesprochen. Dann wurde sie haram für ihn. Dann hat er die erste Scheidung zurückgezogen. Sie wurde wieder halal für ihn. Du musst ein Experte in der Religionswissenschaft sein, im Fiqh sein, um auf so etwas zu kommen. Und wenn in so einer Runde mit über 100 Gelehrten, wie viel auch immer, ein junger Mann diese Antworten liefert und diese Fragen stellt, dann weißt du, dieses Wissen hat eine andere Quelle, hat eine göttliche Quelle. Das Wissen von Al-Muhammad ist nicht irgendein Wissen, was von hier und da kommt. Das Wissen von Al-Muhammad stammt von ihrem Vater, von den Vorvätern, von bis zum Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Danach, Al-Ma'mun hat sich zu ihnen allen gewandt und hat gesagt, seht ihr, was ich meine? Das ist Muhammad ibn Ali al-Jawad. Das ist sein Wissen. Das ist das, was ich die ganze Zeit meinte. Deswegen will ich ihn mit meiner Tochter verheiraten. Deshalb, es gibt zahlreiche Lehren, die wir aus dem Leben von Imam al-Jawad a.s. mitnehmen können. Die allererste Lehre, und da war Imam al-Jawad vielleicht 2, 3 Jahre alt, was wir von seinem Vater mitnehmen. Bereits im Alter von 3 Jahren hat Imam al-Rida seinen Sohn eine Kunya, einen Beinamen gegeben. Er nannte ihn Abu Ja'far. Mit 3 Jahren hat Imam Rida seinen Sohn Abu Ja'far bereits genannt. Und es gibt Überlieferungen, die sagen, gebt euren Kindern Beinamen, damit ihre Namen nicht heruntergezogen werden oder lächerlich gemacht werden von den anderen. Gebt ihnen schon mal jetzt Beinamen. Was macht es mit dem Selbstbewusstsein eines Kindes, wenn du ihm einen Beinamen gibst, wie beispielsweise deine eigenen Freunde heißen? Dein Freund kommt, Abu Muhammad, Abu Ali, Abu Ja'far, Abu so und so, und du gibst deinem Sohn solch einen Beinamen.
dann fühlt er sich gestärkt. Okay, mein Vater nennt mich so, wie er seine Freunde nennt. Das gibt ihm Selbstbewusstsein. Die Imame der Ahl Bayt a.s. sagten, eure Kinder, versucht sie von klein auf, ihnen Wert zu geben, Selbstbewusstsein zu geben. Wenn sie von euch, von den Eltern, kein Selbstbewusstsein bekommen, von wem denn sonst? Sie schauen als allererstes zu euch, zu dir, o Vater, zu dir, o Mutter. Wenn die Kinder von euch kein Selbstbewusstsein bekommen, kein Vertrauen bekommen, keine Stärke bekommen, von wem denn sonst? Wenn mein Vater, wenn meine Mutter nichts von mir halten und die ganze Zeit bekomme ich nur zu hören, was für ein Versager ich bin, wie kann ich dann erwarten, dass die anderen Menschen mich mit anderen Augen sehen? Dann werde ich selber kein Selbstbewusstsein haben. Die Imame der Ahl Bayt sagten, eure Kinder, erzieht sie mit Selbstbewusstsein, gibt ihnen Stärke, gibt ihnen von klein auf einen Namen, der ihnen zeigt, okay, du bist was wert, du bedeutest mir etwas. Ich gebe dir einen Beinamen, der dich groß und stark macht. Deshalb dieser Name Abu Ja'far, den hat der Imam bekommen, er war 3 Jahre alt. So hat sein Vater Imam Rida a.s. ihn genannt. Und heutzutage leider, manche mit 30 Jahren, 35, ah, Alush, Habibi, was Alush, ja okay, Alush hier, gibt den richtigen Namen, die wirklich demjenigen auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein mitgeben. Das ist eine erste Lektion, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollten. Zweitens, eine wunderschöne Aussage von Imam Al-Jawad a.s., worin er sagte, etwas vorzuzeigen, dessen Zeit noch nicht reif ist, führt zum Verderben. Was für eine wunderschöne Lektion. Etwas vorzuzeigen, dessen Zeit noch nicht reif ist, führt dazu, dass es in Verdorbenheit gerät, dass es zum Verderben führt. Wie oft haben wir manchmal Projekte oder wir gehen etwas an und fangen sofort an, der ganzen Welt davon zu erzählen. Du hast vielleicht ein Bewerbungsgespräch geführt und dann fängst du gleich der ganzen Welt an zu erzählen, ich habe einen neuen Job und ich werde so viel verdienen und dies und jenes und du hast noch nicht mal dein Bewerbungsgespräch vielleicht gehabt. Du hast vielleicht gerade mal eine E-Mail geschrieben. Der Imam a.s. will damit sagen, alles hat seine Zeit. Warte, sei geduldig. Nicht alles, was gerade passiert, fang es an, direkt den Menschen zu erzählen. Nicht alle wollen immer dein Bestes. Manchmal begegnet man manchen Leuten, ah, und hast du jemanden kennengelernt, hast du geheiratet? Ja, nächstes Jahr kriegen wir inshallah Kinder. Ah, mashallah, du hast geheiratet? Nein, noch nicht. Okay, du bist verlobt? Nein, das auch noch nicht. Wissen die Eltern Bescheid? Noch nicht, kommt noch. Hast du überhaupt eine Frau? Ja, wir haben uns gestern kennengelernt, ich finde sie gut, ich frage sie mal. Weiß sie Bescheid? Nein, ich rede mal mit ihr. Warte, Schritt für Schritt. Lern die Eltern kennen, verlobt euch, heiratet und dann kannst du sagen, nächstes Jahr bekommen wir Kinder, inshallah. Aber von klein auf oder von direkt auf, bevor die Zeit reif ist, direkt darüber zu sprechen, das ist etwas, was der Imam sagt, unterlasst es. Sprecht über die Sachen, wenn die Zeit reif dafür ist. Genauso Projekte, genauso Arbeit, genauso bestimmte Tätigkeiten, die wir haben, sprecht über die Sachen, wenn sie reif sind. Eine dritte Lektion von Imam al-Jawad a.s., worin er sagte, sei kein Freund Gottes in der Öffentlichkeit, aber sein Feind in deiner Privatsphäre. Und das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Wir alle, wenn es um die Öffentlichkeit geht, sind wir Masumin. Sind wir perfekt. Keiner macht Fehler, alle beten pünktlich und alle sind 10 Minuten im Sujud und 10 Minuten in der Niederwerfung und in der Verbeugung und alle sprechen das Wallahdallin perfekt aus. Aber sobald wir alleine sind, haben wir alle ein ganz anderes Gesicht. Der Imam a.s. sagt, sei kein Freund Gottes in der Öffentlichkeit, aber sein Feind, wenn du alleine bist. Mit anderen Worten, hab nicht 2 Gesichter. Das, was du in deiner Privatsphäre tust oder bist, sollte auch in der Öffentlichkeit sein. Und andersrum genauso. Wenn du in der Öffentlichkeit einen auf oberreligiös tust und der größte Gläubige und Gottesfürchtigste, dann solltest du das auch sein, wenn du alleine bist, wenn du dich unbeobachtet fühlst, in Anführungszeichen. Was bedeutet Gottesfurcht, Taqwa? Taqwa bedeutet in erster Linie nicht, dass ich Angst habe vor Allah und ich zittere vor seinem Höllenfeuer, nein. Taqwa bedeutet, dass ich ein Selbstbewusstsein habe oder ein Bewusstsein habe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich immer sieht. Jede Sünde, jede Tat, die ich begehe, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Wir schämen uns manchmal, eine Sünde zu begehen, wenn ein 3-jähriges oder 2-jähriges Kind im Raum ist. Oder wenn sogar manchmal ein Säugling im Raum ist, schämen wir uns, eine bestimmte Tat zu begehen. Wieso? Das Säugling kann nicht reden, es kann uns nicht verpetzen. Aber wir schämen uns allein wegen der Anwesenheit eines Kindes, was noch nicht sprechen kann, bevor wir eine bestimmte Sünde begehen. Aber sobald wir alleine sind, sobald wir denken, wir sind alleine und wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns, machen wir diese Sünde und jene Sünde und lügen und betrügen und machen alles Mögliche. Imam al-Jawad a.s. sagt, nein, sei kein Freund Gottes in der Öffentlichkeit, aber sein Feind in der Privatsphäre. Eine wichtige Lektion für uns alle.
Weiterhin sagte Imam al-Jawad a.s., die Würde eines Menschen besteht darin, nicht abhängig von anderen Menschen zu sein. Er sagt, deine Würde besteht darin, dass du eigenständig, stark bist und dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Manche, sobald irgendeine Kleinigkeit in ihrem Leben passiert, rennen sie sofort zu 10.000 Menschen und sagen, helf mir, mach dies, mach jenes, ich brauche deine Hilfe, gib mir Geld, gib mir Unterstützung. Nein, der Imam sagt, deine Würde, deine Stärke besteht darin, unabhängig zu sein, stark zu sein, selber die Sachen in die Hand zu nehmen und nicht immer alles auf die anderen zu schieben und zu sagen, ihr macht ihr, erledigt ihr mal meine Probleme und meine Sorgen. Die Würde eines Menschen besteht darin, dass er nicht abhängig von anderen Leuten ist. Das heißt nicht, dass wir uns keine Hilfe suchen, wenn wir Hilfe brauchen oder dass wir auf andere Leute zugehen, die uns helfen können, aber nicht in jeder Situation immer abhängig von anderen Leuten zu sein. Nein, sei selber stark, sei selber selbstbewusst. Du schaffst die Sachen, mach deine Arbeit und den Rest wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich erledigen. Das sind einige Lektionen, einige Aussagen von den zahlreichen Aussagen von Imam al-Jawad a.s., der in Medina auch Unterricht gegeben hat, über 200 Gefährten hatte, die von ihm gelernt haben. Manche der großen Gelehrten seiner Zeit waren Schüler von Imam al-Jawad a.s. Das heißt, wir sehen, Imam al-Jawad ist ein verborgener Schatz, der, mit dem wir nichts zu tun haben leider. Keine Lehre für uns mitgenommen haben, nichts von seinem Wissen profitiert haben. Aber inshallah können wir das heute ändern. Inshallah können wir wenigstens eine dieser Lehren mitnehmen heute und sagen, aus Liebe zu Imam al-Jawad werde ich diese Lehre in mein Leben nun einbinden. Ich werde nicht mehr voreilig sein, wenn es um bestimmte Sachen geht in meinem Leben, dass ich sie allen rum erzähle. Ich werde, wenn ich Kinder habe, ihnen Stolz und Selbstbewusstsein geben. Ich werde beispielsweise nicht abhängig sein von anderen Menschen. Ich werde versuchen, genauso wie ich gläubig in der Öffentlichkeit bin, auch gläubig zu sein, wenn ich alleine bin und standhaft bleiben. Versuch das mitzunehmen. Oder aber eine seiner bekanntesten Eigenschaften, wofür er auch so genannt wurde, Imam al-Jawad. Was bedeutet al-Jawad? Weiß es jemand? Was bedeutet al-Jawad? Wieso sagen wir Imam al-Jawad? Wir wissen, die Imame haben Beinamen. Jeder Beiname bedeutet etwas. Imam al-Kadhim, der seine Wut unterdrückte, unterdrückende. Imam al-Sadr, der Wahrhaftige. Imam al-Baqir, der das Wissen spaltende. Imam Zain al-Abidin, die Zierde der Gottesdiener. Was ist der Grund dafür, wieso Imam al-Jawad al-Jawad genannt wurde? Der Großzügige. Der Großzügige. Warum? Warum wurde er großzügig genannt? Imam Hassan war auch großzügig. Imam Hussein war auch großzügig. Imam al-Baqir war auch großzügig. Imam al-Kadhim, sie waren alle großzügig. Aber wieso hat Imam al-Jawad speziell diesen Titel bekommen? Das liegt unter anderem daran, dass der abbasidische Khalif seiner Zeit ihm jährlich mehrere hunderttausende Goldmünzen gab für ihn und er alles genommen hat und sofort gespendet hat. Als sein Schwiegersohn quasi, er dachte, er kann ihn damit kaufen. Der Imam hat das Geld genommen und sofort alles gespendet, sofort alles weitergegeben. An die Armen, an die Bedürftigen, an die, die es brauchen. Er hat nichts davon selber behalten. Jetzt, wenn jemand kommen würde und uns 1 Million Euro schenken würde, wie viel würden wir davon abgeben? Würden wir diese Million nehmen und direkt weitergeben an ein Waisenhaus beispielsweise? Wer würde das tun? Seid mal ehrlich. Nein, der Bruder sagt es. Wir würden vielleicht, wenn es hochkommt, 10.000 Euro... Und 990.000 Euro stecken wir dann, ja, ich lege das Geld an, ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir ein Auto, ich muss für meine Zukunft sparen, meine Zukunft sichern. Imam al-Jawad hätte es auch machen können. Imam al-Jawad hat alles Geld genommen und es direkt weitergegeben. 1:1 genommen und weitergegeben. Das ist der Grund, wieso er al-Jawad beispielsweise genannt wurde, der Großzügige. Und wie gesagt, im Alter von 16 Jahren heiratete er Umm al-Fadl. Und wie wir gesagt haben, Al-Ma'mun hatte ja eine Absicht dahinter. Zum einen wollte er den Imam so nah bei sich haben wie möglich, damit er ihn beobachten kann, damit er mal rein und rausgehen kann, wann er will, damit seine Tochter ihm einen Sohn gibt, welcher die beiden Linien vereint. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass keine Nachkommen aus dieser Ehe hervorgehen, damit der Plan von Al-Ma'mun nicht aufgeht. Imam al-Jawad hat daraufhin eine andere Frau geheiratet, die Mutter von Imam al-Hadi a.s., bis dann letztendlich im Jahre 218 nach der Hijra Al-Ma'mun verstarb und sein Halbbruder Al-Mu'tasim an die Macht kam. Dieser Al-Mu'tasim war 180 Grad anders als sein Halbbruder Al-Ma'mun. Wenn Al-Ma'mun al-Abbasi wenigstens offensichtlich, wenigstens augenscheinlich so getan hat, als würde er Debatten mögen und Wissen mögen und Gelehrte versammeln und Wissen und so weiter und dass er die Ahl-Bayt mit einbezieht, Al-Mu'tasim war das genaue Gegenteil. Er war nicht so jemand. Er war ein militärischer Typ. Er war jemand, der diktatorisch gehandelt hat. Er war jemand, der die Ahlul Bayt nicht gemocht hat.
218 kam an der Macht, 219 hatte Imam al-Jawad noch in Ruhe gelassen, bis zu einem bestimmten Ereignis, was zum Tod von Imam al-Jawad geführt hat. Und dieses Ereignis habe ich schon öfters erwähnt, ich werde es nicht nochmal in aller Ausführlichkeit erwähnen, aber eines Tages kam ein Dieb zu al-Mu'tasim, al-Abbasi, zum Khalifen. Er sagte zu ihm, ich habe gestohlen, ich habe geklaut, reinige mich mit der Strafe. Ihr wisst ja, im Islam offiziell ist die Strafe für Diebstahl Hand abhacken, offiziell. Ohne jetzt auf die Bedingungen einzugehen und was damit einhergeht. Dieser Dieb kam zu Al-Mu'tasim al-Abbas und sagte, ich habe gestohlen, reinige mich, indem du meine Hand abhackst, damit ich die Strafe des Jenseits nicht bekomme. Dieser Al-Mu'tasim, natürlich kannte er sich mit dem religiösen Gesetz nicht aus, er hat die Gelehrten eingesammelt. Und das war in Bagdad. Er hat die Gelehrten versammelt und einer von ihnen war Ibn Abi Dawud. Das war so der höchste Gelehrte zu jener Zeit. Er war da, andere Gelehrte waren da. Al-Mu'tasim saß auf seinem Thron, die Gelehrten waren da. Und Imam al-Jawad war ebenfalls da. Und er war im Alter 24, 25 Jahre alt. Er sagte zu ihnen, wie ist das Urteil? Dieser Dieb kam, er sagt, er hat gestohlen und wir sollen ihn nun reinigen mit der Strafe. Wo sollen wir seine Hand abhacken? Ibn Abi Dawud sagte, wir müssen seine Hand hier ab Handgelenk abhacken. Er sagte, was ist dein Beweis? Er sagte, ja, der Vers des Tayammum im Koran und streicht euch über eure Hände und die Hände, also in dem Fall nur bis zum Handgelenk. Er sagte, das überzeugt mich nicht, was sagen die anderen? Andere Gelehrte standen auf und sagten, bis zu den Ellbogen. Er fragte sie, was ist euer Beweis? Der Vers des Wudus und wascht eure Arme bis zu den Ellbogen. Das heißt, der Arm geht zum Ellbogen, also müssen wir seinen Arm ab dem Ellbogen trennen. Andere kamen, haben gesagt, nein, den ganzen Arm. Es gab verschiedene Meinungen, Diskussionen. Al-Mu'tasim sagte, stopp, seid leise. Abu Ja'far, was sagst du dazu? Imam al-Jawad hat gesagt, befreie mich davon zu antworten. Das Volk hat gesprochen, befreie mich davon zu antworten. Er sagt, nein, du sollst antworten. Er sagt, nein, die Leute, deine Gelehrte, deine Hofgelehrte haben geantwortet, was willst du mit mir, lass mich außen vor. Er sagte, nein, ich beschwöre dich bei Gott, dass du jetzt antwortest. Was ist die Strafe? Daraufhin Imam al-Jawad a.s. sah sich gezwungen zu antworten. Er sagte, wenn du mich fragen willst, so haben alle die Sunna des Propheten falsch ausgelegt. Die Hände sind, oder die Hand ist ab den Finger ansetzen, abzutrennen. Was ist dein Beweis? Und der Imam brachte ihm den Beweis. Der Prophet sagte, die Orte der Niederwerfung sind sieben, darunter die Handinnenfläche. Der Koran sagt, das, was Gottes ist, wird nicht abgetrennt. Das heißt, jemand muss Sujud machen können und die Handinnenfläche muss immer den Boden berühren. Deswegen darf nicht die Hand ab Handgelenk abgetrennt werden, sondern ab den Finger ansetzen. Al-Mu'tasim sagte, das überzeugt mich. Und er gab den Befehl, dass es so gemacht wird, wie Imam al-Jawad a.s. gesagt hat. Diese Begebenheit war der Todesurteil von Imam al-Jawad a.s. Und deswegen wollte der Imam auch nicht antworten. Er wusste, das wird passieren. Stell dir vor, du bist der höchste Gelehrte von dem Khalifen. Und der Khalif fragt dich vor versammelter Mannschaft, vor all den Leuten. Du gibst eine Antwort, aber der Khalif sagt, nein, du hast keine Ahnung. Ich frage diesen 25-jährigen Jungen und ich gehe danach, was er sagt. Wie würdest du dich dann fühlen? Und so ging es Ibn Abi Dawud und andere. Sie kamen danach zum Khalifen. Al-Mu'tasim sagten, ist das gerade dein Ernst? Er sagte, wie, was ist los? Sie sagten zu ihm, wir machen dir jede Fatwa, die du willst. Jede Fatwa, die du uns sagst, wir schreiben dir diese Fatwa. Ein bisschen Geld fließt, wir schreiben dir jede Fatwa, die du willst. Uns so fortzuführen, vor versammelter Mannschaft, vor den Menschen, wir sind deine Gelehrte, wir sind deine Maraja in dem Sinne. Wir sind diejenigen, die deine Fatwas erstellen. Du fragst uns, wir sagen dir unsere Meinung und du ignorierst unsere Meinung und hältst an der Meinung von Abu Ja'far, Imam al-Jawad fest. Willst du, dass die Menschen ihn befolgen anstatt dir? Und er sagte, wisst ihr was, ihr habt recht. Wir müssen Imam al-Jawad ausschalten. Was hat al-Mu'tasim gemacht? Er wusste, al-Fadl, seine Nichte, ist nicht gut auf Imam al-Jawad anzusprechen. Also hat er ihr Gift geschickt. Er hat ihr Gift geschickt und sagte, vergifte deinen Ehemann Imam al-Jawad a.s. Was hat sie dann gemacht? Am 29. Dhul-Qa'da, als der Imam verstarb, hat sie seinem Essen Gift beigemischt. Und der Imam a.s. war am Fasten. Stell dir vor, du fastest gerade, du kommst nach Hause, du wartest auf das Essen, um dein Fasten zu brechen, du hast Hunger, deine Frau kommt und legt dir das Essen vor und das Essen ist vergiftet. Wie muss sich Imam al-Jawad a.s. gefühlt haben? Er kam, er hat gefastet, das Essen wurde ihm serviert, das Essen war vergiftet von seiner Ehefrau, er hat angefangen zu essen und er spürte die Hitze des Giftes in seinem Körper.
Und er hat Durst bekommen, starken Durst. Er hat seiner Frau Umm al-Fadl gesagt, bring mir Wasser, bring mir Wasser. Was hat sie gemacht? Sie ist rausgegangen und hat die Tür abgeschlossen, damit der Imam alleine in seinem Zimmer bleibt, mit den Schmerzen, mit den Qualen, und dass er alleine stirbt. Und der Imam war 25 Jahre alt. Was ist das Verbrechen eines Imams, eines Hujja Gottes, der 25 Jahre alt ist, dass auf diese Art und Weise getötet wird? Und das Martyrium von Imam al-Jawad a.s. ähnelt dem Martyrium von drei Unfehlbaren. Einmal das Martyrium seiner Großmutter Fatima a.s., wenn es darum geht, in einem jungen Alter zu sterben. Fatima a.s. war 18 Jahre alt, Imam al-Jawad war 25, nicht viel älter. Und er wurde in dem Alter getötet. Und er ähnelt seinem Onkel Imam al-Hasan a.s., wenn es darum geht, von seiner eigenen Ehefrau vergiftet zu werden, so wie Ju'da bint al-Ash'af Imam al-Hasan vergiftet hat. Und er ähnelt seinem Großvater Imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, wenn es darum geht, durstig zu sterben. Und eine weitere Gemeinsamkeit hat er mit seinem Großvater Imam al-Hussein alayhi salam, nämlich, dass seine Waschung, seine Bestattung viel später vorgenommen wurde. Umm al-Fadl, sie ließ ihn im Zimmer, er war tot. Seine reine Seele kehrte zu seinem Schöpfer zurück, er verstarb. Sie ließen im Zimmer, bis sie einige Tage später ihn vorfanden und bestatten und waschen konnten. Das war Imam al-Jawad a.s. Seine letzten Augenblicke, vergiftet, alleine, fremd, eingeschlossen im Zimmer, sodass er sich vor Schmerz hin und her quasi bewegt hatte und so in diesem Zustand seine reine Seele, seinen Körper verließ. Aber, wie wir es von den Imamen der Ahlul Bayt a.s. selber gewohnt sind, wenn ihre Tragödie kam, haben sie immer an die Tragödie ihres Großvaters, Imam al-Hussein a.s. erinnert. Wenn, als Imam Zainul Abidin im Sterben lag, als Imam al-Baqir im Sterben lag, alle Imame der Ahlul Bayt, wenn es zu ihrem eigenen Tod kam, haben sie irgendwie an Imam al-Hussein a.s. erinnert. Und deshalb wollen wir an diesem Punkt anknüpfen und sagen, Sayyidi wa Mawlai, ja Imam al-Jawad, du wurdest vergiftet wie dein Onkel Imam al-Hasan a.s. Du starbst in jungem Alter wie deine Großmutter Fatima a.s. Du starbst durstig wie dein Großvater Imam al-Hussein a.s. Aber o Imam al-Jawad, als du in dein Grab gelegt wurdest, war dein Kopf nicht abgetrennt von deinem Körper? War dein Körper nicht übersät mit Pfeile? War dein Finger nicht abgetrennt? Waren deine Rippen nicht zertrampelt von den Pferden, so wie dein Großvater Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayh? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesem großartigen Imam, inshallah, viele Lehren geben, dass wir davon profitieren und diese Lehren in unser Leben, inshallah, einbinden. Mögen wir in dieser Welt seine Ziyara, inshallah, erlangen, dass wir ihn besuchen können, seinen reinen Schrein besuchen können, inshallah. Und mögen wir im Jenseits von seiner Fürsprache profitieren. Wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala baytihi at-tayyibin at-tahirin.